So, in Ermangelung einer Kamera, meine ist ja abgesoffen, GoPro ist leer, jetzt muss eben mein altes Sony wieder ran. Hier, so sieht's aus. Da unten steht auch unser Zelt in der Nähe, jetzt gerade nicht einzusehen. Und wir wollen mal sehen, wie es hier so weitergeht. Morgen müssen wir weiter. Also, das heißt, müssen wir. Wenn schlechtes Wetter ist, bleiben wir natürlich auch hier. Aber irgendwann müssen wir weiter. Und jetzt schauen wir mal. Weil, ja, wir haben kein Wildwasserkanu. Und ich denke, so macht es schon Sinn, erstmal zu gucken, wie es denn hier so aussieht. Scheint eigentlich machbar hier. Ja, so sieht es hier aus. Hier unten sieht es ja richtig gut aus. Ich denke, bald kommt der Regen. Schauen wir noch mal, wie es weiter oben aussieht. Hier wäre ja ein richtig cooler Platz gewesen. Aber da sind halt noch ein paar Stromschnellen. Und jetzt bleiben wir einfach, wo wir sind. Hier gibt es sicher Kobolde. Hey, geh mal weiter. Meine Maja. Kamera hat echt Probleme hier. Wahnsinn. Echt cool, ey. Das ist ein Traum, Leute. Das ist ein Traum. Da unten unser Lager. Zelt, hinten das Boot, hinten Maja. Und hier die Du. Da geht's morgen durch. Guten Morgen. Es hat ganz schön abgekühlt. Die Kamera beschlägt so da. Kaffee, Haferflocken. Kaffee, Haferflocken und
Eine Linse habe ich verloren, eine Kontaktlinse, ärgerlich. Hallo Leute, tja, auch das will ich euch nicht vorenthalten. Notlager. Wir sind zwar nicht gekentert, aber das Boot ist relativ vollgelaufen. Maya ist auch schon ausgestiegen und ein bisschen geschwommen. Wetter ist beschissen. Das wird leider auch nicht besser, sagen sie. Ja, und jetzt haben wir hier erstmal ein Notlager. Da hinten das Zelt. Jetzt nicht ganz so schön. Schaut mal, also hier haben schon andere Leute übernachtet. Ja, und hier trocknet alles. Hoffe ich doch. Schlafsack ist zwar nicht nass, nur feucht. Aber ja, ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, es ist kalt. Hier Feuer. Das war meine Rettung. Denn ohne Übertreibung, ich hatte noch vor einer halben Stunde Angst. Meine Füße wären abgefroren. Ich habe bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht mit Klopfen, mit Gehen, einigermaßen wieder zu regenerieren. Aber ich glaube, Amputation steht nicht bevor. Ja, das war's jetzt erstmal. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hallo Leute, kurzer Zwischenbericht. Scheiß Wetter, es regnet, regnet, regnet. Und wir sind hier unter so einer kleinen Höhle runtergekommen. Auch das Zelt steht überdacht. Entschuldigt die Wackelei, aber das wären wahrscheinlich erstmal die letzten Aufnahmen, denn alles ist aus. Klamotten nass, Akkus leer, Kameras zum Teil kaputt. Aber sonst geht's gut. Ja, wir werden jetzt heute mit Sicherheit nicht mehr weg. Wenn es irgendwann aufhört zu regnen, soll die nächsten Tage noch schlecht sein. Also wenn die Sonne rauskommt, fahren wir mit dem Boot weiter. Aber bei diesem Pisswetter, das ist schon alles nass, mit dem Boot weiterzufahren, macht dann keinen Sinn. Dann werde ich mein Boot hier irgendwo verstecken. Wir werden zum nächsten Bahnhof wandern, um dann erstmal nach Hause zu fahren, um bei besserem Wetter dann das Boot abzuholen und die Fahrt vielleicht fortzusetzen. Das war's erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal melden kann. Wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Seid gespannt. Vielleicht geschmeidig. Ciao, Leute. So, das war's erstmal, Leute. Aber es geht weiter. Ich hoffe bei besserem Wetter. Und ja, lassen wir uns überraschen. Das war's erstmal. Bleibt geschmeidig. Fleißig.